An Spitzentagen läuft am Frankfurter Flughafen alles auf Hochtouren. Das größte Drehkreuz Deutschlands muss unter Höchstlast funktionieren. Und das in allen Bereichen. Gerade in den Sommerferien ist jede Menge los. Wir dürfen einen Tag lang hinter die Kulissen eines der wichtigsten Flughäfen Europas schauen und erleben, wie die einzelnen Positionen aufeinander abgestimmt zusammenarbeiten. Wie die Zahnräder eines Uhrwerks. Und nur wenn alle Räder perfekt ineinander greifen, kann die Uhr funktionieren und pünktlich sein. Schon Wochen vorher beginnen die Vorbereitungen auf die Sommermonate. Das Team der Marktforschung erstellt eine Prognose, wann mit wie vielen Passagieren zu rechnen ist. Aber wie funktioniert das? Wir wissen ja ziemlich genau für den laufenden Flugplan, wie das Angebot der Fluggesellschaften sein wird. Wir kennen die Flüge, wir kennen die Anzahl der Sitzplätze. Und demgegenüber spiegeln wir dann die Nachfrage. Wir haben ja zum einen den Nachfragetrend, der uns ja vorgegeben ist. Wir blicken aber nicht nur jetzt zurück, wie die Nachfrage bislang war, sondern auch schauen in die Zukunft. Da stehen uns Buchungsdaten zur Verfügung, wo wir reinschauen. Einmal die Buchung bei den Fluggesellschaften, bei den Reiseveranstaltern, bei den Reisebüros. Wenn wir das alles haben, werfen wir dann noch mal kurz einen Blick in die Zukunft. Stehen Sondereffekte an. Ein solcher Sondereffekt ist zum Beispiel die Fußball-Europameisterschaft im nächsten Jahr. Da wissen wir, dass dann im Juni, Juli die Bundesbürger nicht sonderlich reisefreudig sind. Die gesamte Personalplanung der einzelnen Prozesspartner richtet sich nach diesen Prognosen. Wir sind gespannt, ob am heutigen Tag alles reibungslos laufen wird und stürzen uns in aller Herrgottsfrühe mitten ins Geschehen. Auf dem Vorfeld wird pünktlich um 4.45 Uhr der Janosch-Flieger der Condor in Richtung Startbahn geschoben. Flug DE 5112 bringt die sonnenhungrigen Passagiere nach Djerba. Helge arbeitet heute in der Frühschicht und macht den ersten Pushback des Tages an Position B47. Gibt's denn Flieger, die sich besser schieben lassen als andere? Naja, also Airbusse lassen sich eigentlich im Allgemeinen gut schieben, aber an und für sich ist mir sehr egal. Na denn mal los. Die A321 der Air Berlin mit Ziel Palma de Mallorca rollt noch schnell vorbei. Dann ist auch die Condor auf dem Weg zum Start. Helge kann sich jetzt entspannen. Für mich ist jetzt Feierabend. Ich habe Nachtdienst gehabt. Am Frankfurter Flughafen geht es jetzt erst richtig los. Starten und landen im Akkord. Zeitgleich sind bereits etliche Fluggäste in den Terminals unterwegs, denn die Ferienflieger starten meist am frühen Morgen. Viele der Gäste haben am Vorabend eingecheckt, so bleibt es auch früh morgens entspannt. Renata Farinias freut sich auf die vielen Passagiere. Wir haben alles im Griff, wie jeder Tag und heute besonders. Wir sind schon seit 3 Uhr hier, also das wird wahrscheinlich den ganzen Tag viel zu tun, aber wir sind gut vorbereitet. Der Check-in läuft reibungslos. Die Koffer bekommen einen sogenannten Tag. Dieser Aufkleber sorgt dafür, dass die Gepäckstücke den langen Weg durch die vielen Bahnen der Gepäckförderanlage zum Flieger finden. Falls es mal irgendwo hakt, bekommen das die Mitarbeiter im Baggage Control Center sofort mit. Hier zeigt ein riesiges beleuchtetes Symbolbild, was aktuell in der Anlage los ist. Nach dem Sicherheitscheck, bei dem jeder Koffer durchleuchtet wird, geht es mit einer Spitzengeschwindigkeit von rund 18 Stundenkilometern weiter.
Selbst bei Umsteigeflügen mit einem gerade einmal 45-minütigen Zeitfenster sind die Koffer so rechtzeitig im neuen Flieger. Weit über 100.000 Gepäckstücke rauschen an Spitzentagen Richtung Flieger und natürlich auch zur Gepäckausgabe. In der Gepäckabfertigung auf dem Vorfeld scheint alles zu laufen. Was könnte denn wohl schlimmstenfalls passieren? Wir sind so ein bisschen vom Wetter abhängig. Wenn es zu heiß, dann kann passieren, dass die Geräte nicht aushalten können. Das wäre für uns so ein bisschen zu viel. Aber wenn Anlage schafft, dann die Leute schaffen das auch. Und für genügend Personal ist ja, Prognose der Marktforscher sei Dank, gesorgt. Für die Bodenverkehrsdienste gelten in der warmen Jahreszeit die sogenannten Summer Operations. Für uns ist das die Hauptzeit, die Juni, Juli, August und September bedingt, was in unterschiedlichen Wellen mal mehr Flüge, mal mehr Gepäck, mal weniger Gepäck oder mehr Gäste bedeutet. Die Abfertigungsprozesse, wenn wir jetzt so zurückschauen auf vielleicht einen Aprilwert zu dem letzten Monat, sind nur um 6% gestiegen. Also ich müsste keine Riesenmengen an Flugzeugschlepperfahrern oder ähnlichen Dingen rekrutieren, aber im Gepäck über 30%. Und dementsprechend ist die Schwerlast der Tätigkeiten Abfertigung, also Flugzeug B- und Entladung und das Thema Gepäckhandling, wo wir mehr Leute benötigen. Im Aufenthaltsraum der Mitarbeiter herrscht Gelassenheit. Am frühen Morgen ist der Kaffee das Wichtigste, bevor man frisch gestärkt an die Arbeit geht. Dann wollen wir doch mal schauen, wie das Verladen direkt am Flieger läuft. Aber was ist das? Ein qualmendes Rad und beißender Gestank empfangen uns an Position A26. Das Fahrzeug des Caterers hat eine Panne, doch das scheint hier niemanden zu stören. Der Hubwagen zum Verladen passt noch locker daneben. Das defekte Fahrzeug ist nach kurzer Zeit wieder fahrbereit. Der Betrieb kann ungestört weiterlaufen. Für den Schichtleiter Mehmet Akdemir sind die Sommerferien keine stressige Zeit. Das passiert jedes Jahr. Wenn das Ferien anfängt, dann haben wir natürlich jede Menge zu tun. Aber wir sind das gewohnt. In den ersten Ferientagen ist es natürlich sehr extrem. Und in den nächsten 4 Wochen wird es sich natürlich ein bisschen legen. Aber wenn die anfangen zurückzukommen, dann wird es wieder mehr. Zuständiger Rampagent und somit verantwortlich für alle Prozesse rund um den Retroflieger der Lufthansa ist heute Ali Madenci. Auch er ist recht gelassen. Also ich bin schon seit über 20 Jahren hier und ich sag mal, es ist nichts Besonderes eigentlich. Ja? Das Flughafenkommen ist halt etwas höher, aber was Besonderes jetzt für mich, wenn ich nicht in den Urlaub fliegen darf, ist es nichts Besonderes. Für die Menschen, die in den Urlaub wollen, natürlich was Besonderes. Morgens kommen innerhalb kurzer Zeit mehrere große Langstreckenmaschinen mit Tausenden von Passagieren an und fliegen wieder ab. Täglich eine neue große Herausforderung für den Flughafen, gerade in der Hauptreisezeit. Denn die Passagiere erwarten einen gewissen Service. Wer will schon lang anstehen auf seinem Weg in den Traumurlaub? Damit die sogenannten Passagierflüsse in Bewegung bleiben, hat die Terminalsteuerung den ganzen Tag über einen genauen Blick auf die Abläufe in den relevanten Bereichen. Das insgesamt 120 Mitarbeiter starke Team weiß immer genau, wie viele Passagiere sich zu welchem Zeitpunkt an welchem Ort der Terminals befinden. Videokameras, die an neuralgischen Punkten angebracht sind, und ein Computersystem mit Prognosedaten zeigen, welche Bereiche eventuell stark frequentiert werden. Passagierhöchstzahlen machen hier niemanden nervös. Also wir koordinieren als Einsatzleiter für die Passagiersteuerung die Passagierströme am Frankfurter Flughafen. Das heißt, stellen wir irgendwelche Störungen fest im Betrieb, leiten wir dann Gegenmaßnahmen ein. Dafür haben wir Personal vor Ort, die diese Umsteuerungsmaßnahmen für uns einleiten, oder halt auch Technik vor Ort, Beschilderungen, die sich dynamisch schalten lassen. Wir stehen ganz eng in Absprache mit den Behörden, mit dem Luftsicherheitskontrollpersonal, und wir disponieren ziemlich schnell das Personal um. Wenn wir sehen, irgendwo gibt es Engpässe oder es baut sich was auf, dann tun wir Sachen sehr, sehr zeitnah absprechen, sodass halt immer eine adäquate Besetzung vorgehalten wird. Ja. Und wir arbeiten sehr viel präventiv schon, um Sachen halt, die wir vorher schon feststellen, vom System her, um da halt gegenzuwirken.
Spätestens an der Passkontrolle steht man dann erfahrungsgemäß doch länger, oder? Wir haben das gesamte Personal eingesetzt, das uns zur Verfügung steht. Die Bundespolizeidirektion hat eine Stärke von 2.400 Mitarbeitern. Ja, die Zusammenarbeit der Bundespolizei erfolgt natürlich mit allen Prozesspartnern. Das sind natürlich Airlines, das sind der Flughafenbetreiber, das sind die Dienstleister, also alle, die an den Prozessen der Ein- und Ausreise oder der Flüge beteiligt sind. Also sollte es auch hier ohne Warteschlangen gut laufen. Dank des EasyPass-Systems sind die Beamten zusätzlich entlastet. Binnen 5 Sekunden prüft das automatisierte System Gültigkeit und Echtheit eines Reisepasses. Das macht die Kontrollen für die Passagiere schneller und sie kommen leichter an ihr Ziel. Doch nicht für alle Fluggäste ist es einfach, sich am Frankfurter Flughafen zurechtzufinden. Wenn man dann noch in seiner Mobilität eingeschränkt ist, benötigt man entsprechende Hilfe. Das Team der Fracare Services betreut etwa 2000 Fluggäste pro Tag. An Spitzentagen sind es auch schon mal 3000 Menschen. Tendenz steigend. Für die verschiedenen Bedürfnisse gibt es entsprechende Hilfsmittel. Vom E-Mobil über Rollstühle bis hin zum Hubwagen auf dem Vorfeld. Auf jede Situation stellt sich das Team individuell ein. Individuell auf alles einstellen können, das müssen sich auch die Kollegen von der Betriebsfeuerwehr. Denn am Flughafen geht es des Öfteren mal heiß her. Heute bleibt es zum Glück kalt, ruhig, schön warm ist es ja glücklicherweise trotzdem. Die Ferien und das damit verbundene hohe Passagieraufkommen stellen keineswegs eine Ausnahmesituation dar. Man hat Zeit für einen Ausbildungslehrgang und das Umrüsten der Einsatzfahrzeuge. Neben den regelmäßigen Übungseinsätzen rund um den Flugzeugbrandschutz befassen sich die Kollegen auch mit Gefahrenguteinsätzen und Tierrettungen. Tiere, die auf dem Bereich der Start- und Landebahn sich verlaufen, Tiere, die aus Frachtboxen verschwinden, bevor sie verladen werden und eine Reise antreten, die wir dann halt auch einfangen und sie dann der Tierstation übergeben. Doch das passiert weniger, denn Fifi und Co. fliegen nur selten mit in den Urlaub. Viele Passagiere nutzen den Service der Hundepension am Frankfurter Flughafen, die über die Ferien ausgebucht ist. Klar, werden doch die Vierbeiner hier rund um die Uhr bestens versorgt, während Herrchen und Frauchen im Urlaub weilen. Noch mehr Tiere finden wir in der Animal Lounge der Lufthansa. Hier werden jährlich bis zu 110 Millionen Tiere betreut. Klingt viel und ist es auch. Ein Großteil der Tiere sind Zierfische, immerhin 80 Millionen pro Jahr. Aber auch Pferde sind hier häufig zu Gast. Das Team der 60 Mitarbeiter sorgt rund um die Uhr für das Wohlergehen der Tiere, die entweder hier ankommen oder ab Frankfurt in die große, weite Welt starten. In den Ferien ist es manchmal ein bisschen ruhiger, aber was eine besondere Herausforderung in den Sommermonaten für uns ist, ist die Temperatur. Wenn es richtig heiß draußen wird, dann müssen wir natürlich gucken, dass unsere tierischen Gäste trotzdem in angenehmen Temperaturen transportiert werden, gelagert werden, dass es denen wohl geht, weil bei über 40 Grad ist das auch für Tiere nicht angenehm. Und was machen wir? Wir haben Thermofahrzeuge, der Fraport, die fahren direkt ans Flugzeug, nehmen die Tiere entgegen, die Fahrzeuge sind vorgekühlt auf eine angenehme Temperatur, die kommen zu uns in die Tierstation, wie Sie gemerkt haben, bei uns sind es ja auch angenehme 21 Grad. Und dann sind die Tiere praktisch der richtig großen Hitze nie ausgesetzt in der Reise. Die richtige Temperatur ist auch für die Fluggäste in den Terminals wichtig. Schließlich soll sich jeder wohlfühlen. Gut, dass das Team des Infrastruktur- und Facility-Management alles im Griff hat. Auch die Temperatur. Von der Leitstelle aus kann so einiges ferngesteuert werden. Doch wenn ein Motor ausfällt, geht gar nichts mehr. Und genau das ist passiert. Der Motor war defekt, der ursprünglich in dieser Anlage ist. Das war am Montag. Und das ist halt auch eine Anlage von 1970. Da sind die Ersatzteile, die liegen halt nicht parat. Und da haben wir uns halt darum gekümmert, dass wir einen Ersatzmotor bekommen. Der ist geliefert worden. Zuvor musste man natürlich den alten ausbauen. Und jetzt wird er gerade montiert, dieser Ventilator. Und wenn der große Ventilator wieder in Betrieb gehen kann, dann haben wir auch wieder die volle Kühlleistung in der Halle. Die Passagiere im Terminal bekommen von dieser kleinen Baustelle nichts mit. Sie freuen sich auf Sommer, Sonne und Strand. Der Airport Frankfurt entwickelt kontinuierlich neue Konzepte, um den Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.
In den vielen Ruhezonen kann man sich auch mal entspannen. Doch zu langen Wartezeiten kommt es meist nur zwischen zwei Flügen. Der wichtigste Umsteigeflughafen Deutschlands weist eine enorm gute Pünktlichkeit auf. Kaum ein Flieger ist verspätet, auch während der Ferienzeit nicht. Die Fluggesellschaften wissen dies zu schätzen und so verbinden derzeit 104 Airlines die Main-Metropole mit 297 Zielen in 104 Ländern. Da kann man direkt Fernweh bekommen. An einem passagierstarken Tag sind zur Mittagszeit bereits weit über 80.000 Gäste auf dem Weg in den Urlaub oder bereits angekommen. Die vielen Restaurants in den Terminals sind gut besucht und wir fragen nach, ob der Ansturm in der Ferienzeit denn besonders hoch ist. Wir hatten ein recht gutes Mittagsgeschäft, also so zur klassischen Mittagszeit, 12:30, da war es mal richtig gut. Aber das Vormittagsgeschäft war nicht so, wie wir das schon letztes Jahr kannten und eigentlich auch für dieses Jahr erwartet hatten. Aber mal schauen, vielleicht passiert zum Abend hin noch was. Zwei Wochen vorher, so Krämer, sei man tatsächlich überrannt worden, als in einigen Bundesländern die Ferien begonnen haben und man eben nicht mit einem solchen Ansturm gerechnet hatte. In den hessischen Sommerferien ist man perfekt vorbereitet. Auch beim Großcaterer LSG Skychefs läuft die Produktion auf Hochtouren. Rund um die Uhr werden hier Menüs vorbereitet. 35.000 Tabletts für 40 Airlines weltweit. Das Besondere? Köche aus aller Herren Länder sorgen für den Originalgeschmack. Da wird man schon während des Fluges auf seinen Urlaub eingestimmt. Mit dem Hubwagen werden dann die fertig bestückten Trolleys zum Flieger gebracht. Bevor sich der Flieger auf den Weg über die Wolken machen kann, arbeiten viele tatkräftige Hände daran, dass auch wirklich alles an Bord kommt. Neben dem Hubwagen des Caterers sind Zubringer, Gepäckförderband und die mobile Treppe unverzichtbar. Jede Menge Fahrzeuge sind auf dem Vorfeld unterwegs. Einen sicheren Blick über das ganze Geschehen hat die Vorfeldaufsicht in ihren schwarz-gelben Follow-Mies. Martin Naxera und seine Kollegen haben gleich mehrere Aufgaben. Natürlich halten wir die Betriebsflächen hier sauber. Ordnung, Sauberkeit ist ein sehr großes Thema, damit die Flugzeuge keinen Schaden davon nehmen, wie wenn sie jetzt irgendwie eine Folie einsammeln oder sich irgendwas in die Reifen reindrücken. Natürlich auch die flugzeugbezogenen Aufgaben wie Flugzeugschlepps, die normalen Inbounds und eben was drumherum gehört, Verkehrskontrollen, Ausweiskontrollen. Koordiniert wird die Vorfeldaufsicht mitsamt den Follow-Mies vom Vorfeldtower aus. Daniela Krüger ist im ständigen Kontakt mit den Kollegen. Sie weiß, wie wichtig die Begleitung der Flugzeuge durch die Vorfeldaufsicht ist, denn es kann auch mal was schiefgehen. Die Flugzeuge kriegen ja ihre Strecke vorgegeben, welche Taxiwege sie zu berollen haben, wo sie anzuhalten haben. Und manchmal kommt es halt vor, dass sie in die falsche Richtung rollen. Da muss man situativ halt eingreifen, muss ihn wieder auf die richtige Strecke bringen und die anderen Flugzeuge gegebenenfalls anhalten oder umleiten. Alpha 28 Unlock. Und so ein Flieger ist ja auch nicht mal ebenso wieder auf die richtige Bahn gebracht. Gut also, dass ein Flugzeug, sobald es den Boden berührt hat, im sicheren Blick der Mitarbeiter hier im Vorfeldtower ist. Aber die neue Landebahn ist von hier aus doch gar nicht zu sehen. Wir haben für Orte, die wir nicht sehen können, haben wir jede Menge Kameras, die wir uns zuschalten können und haben auch ein Bodenradar. Und wenn sie über die Brücke, über die A3 gerollt sind, danach kommen sie zu uns auf die Frequenz und werden dann zur Parkposition gelotst, beziehungsweise dann Flüge, die rausgehen, werden von uns von der Parkposition zur Startbahn gelotst. Die Follow-Mies sind im Prinzip unser verlängerter Arm auf dem Vorfeld unten. Also wir sagen den Kollegen unten vor Ort, was sie machen sollen, wo sie Flugzeuge reinlotsen müssen. Aber die Verbindung zum Piloten, die haben wir und auch den zum Follow-Me. Und wir sagen den Kollegen halt, was sie vor Ort unten machen müssen. Oft entdeckt die Vorfeldaufsicht Verschmutzungen auf den Rollwegen, die dann gleich von Kehrmaschinen beseitigt werden. In den Terminals kümmert sich der Reinigungsdienst GCS um Sauberkeit. Auch hier hat man sich auf die Ferien eingestellt und 9 zusätzliche Reinigungskräfte geordert. Die Passagiere kommen, sie bringen Trinkflaschen mit, sie bringen viel Dinge mit, die sie dann nachher auch wegschmeißen wollen. Da müssen wir zusätzliches Personal einfach bereitstellen, das in viel geringeren Frequenzen als sonst den Müll einsammelt, entsorgt, damit hier tatsächlich auch im Terminal alles picobello aussieht.
Auch die Sanitäranlagen werden sehr viel öfter gereinigt. Schließlich will ja jeder ein sauberes Örtchen vorfinden. Sogar achtlos ausgespuckte Kaugummis entfernt das Personal unverzüglich. Am frühen Abend treffen wir Daniela Weiß, die den Terminalbetrieb leitet. Wie ist denn der Tag heute so gelaufen? Alle Prozesspartner haben sich sehr gut aufgestellt, hatten zusätzliches Personal im Einsatz. Wir haben heute früh und jeweils vor den einzelnen Peaks mit den Prozesspartnern gemeinsam jeden einzelnen Peak durchgesprochen, jede einzelne Kontrollstelle durchgesprochen und waren einfach sehr, sehr gut vorbereitet. Dass bei diesen Passagiermengen keinerlei Verzögerungen eintreten, zeigt, wie gut der Flughafen auf die Sommermonate vorbereitet ist. Selbst am 31. Juli, dem mit 216.700 Fluggästen passagierstärksten Tag aller Zeiten, gab es keine nennenswerten Störungen in den Abläufen. Viele Passagiere reisen staufrei mit Bus und Bahn an. Dementsprechend gut gefüllt ist es auch an diesen Stellen. Für uns wird es Zeit, mal die Passagiere zu fragen, wie es ihnen denn heute so geht. Es ist sehr gut organisiert. Er hat viele Terminals. Es ist wirklich sehr gut. Bis jetzt ging es also sehr flüssig. Ich fand es ziemlich gut. Wir haben nicht lange gewartet. Die Abläufe hier sind sehr schnell. Ich mag es. Ich bin sehr beeindruckt von diesem Flughafen. Mir gefällt die Organisation. Natürlich ist es ein großer Flughafen, daher muss man zeitig kommen, wegen den Connecting Flights und so weiter. Aber er ist perfekt. Pünktlich um 23 Uhr hebt der letzte Flieger ab und auch unser Tag geht langsam zu Ende. Der Flughafen kommt allmählich zur Ruhe, um sich auf den neuen Ansturm am nächsten Tag vorzubereiten. Es ist alles sozusagen wie geschmiert gelaufen im Uhrwerk Flughafen.